Und jetzt noch etwas, das man nur selten zu sehen bekommt. Luchse sind nämlich ziemlich scheu. Doch in der Nähe von Chemnitz, da gibt es jetzt die Möglichkeit, zumindest mal ganz kurz einen Blick auf eine ganze Luchsfamilie und ihren jüngsten Spross zu werfen. Er ist gerade mal 8 Wochen alt. Oder besser gesagt, sie. Denn das kleine Luchsbaby ist ein Mädchen und zieht derzeit viele Besucher in den Wildpark nach Oberrabenstein. Vor allem beim Füttern ist die Chance am größten, die kleine Luchsfamilie zu sehen. Denn Luchse sind von Natur aus sehr scheu. Dö, was ist denn hier? Hast du Hunger bei den Wetter? Erstmal hinsetzen, dann können wir ja. Dann können wir hier rüberwerfen. Na klar haben sie Hunger, nur selbst den Pfleger wollen die Luchse nicht so nah an sich ranlassen. Denn gerade erst musste der Nachwuchs eingefangen werden. Dort hatte das Tier dann auch seinen Personalausweis bekommen, seine Chipkarte und die entsprechenden Impfungen. Nach so einer Fangaktion, dann tun sich die Tiere sehr zurückziehen. Und sobald wir auftauchen, ist das natürlich eine Signalwirkung und dann sind die fort und man sieht sie nicht. In freier Natur sieht man Luchse kaum. Und auch im Wildpark muss man oft nach ihnen suchen. Aber solange die Jungtiere bei ihrer Mutter sind, ist die Chance groß, beiden zusehen zu können. Ja, er ist noch sehr dicht an der Mutter dran. Das wird sich jetzt demnächst bald lösen. Er geht dann schon so ein bisschen eigene Wege, eigene Erkundung. Und bis zum Ende des Jahres werden wir das Tier vermitteln. Dann kommt das kleine Luchsmädchen in einen anderen Park. Denn Luchse vertragen sich untereinander nicht so gut, selbst wenn es die eigene Familie ist. Und damit, mit diesen Luchsen, verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Mehr Drehscheibe gibt's morgen wieder um 10 nach 12 und natürlich die neuesten Nachrichten jederzeit im Netz auf heute.de. Schönen Dienstag Ihnen. Ciao.